Dankeschön. Danke. Auch nochmal von mir guten Morgen. Schön, dass ihr und Sie trotz des wunderschönen Wetters hier in dem Raum, in den Raum hergekommen seid. Also freue ich mich auch sehr. Wie ich gestern im Vortrag von dem Tom das Wort Motivation gelesen habe und gehört habe, habe ich auch nochmal überlegt, warum erzähle ich hier drüber? Und auch nicht zum ersten Mal, immer wieder erzähle ich das. Ich kenne diese Idee seit circa 12 Jahren und bin seitdem davon begeistert. Ich halte es für eine genial einfache, klare Lösung. Also ich bin seit mehr als 10 Jahren davon begeistert. Gerade eben dachte ich, und etwa seit 15 Jahren kenne ich diese Ideen zur Geldreform. Die kamen auch im Vortrag von Jörg Schreiner, waren die kurz angesprochen, nämlich das sogenannte umlaufgesicherte Geld oder fließendes Geld. Auch das war was mich nach wie vor begeistert. Ich halte das für die grundlegenden Schlüssel. Das ist aber jetzt ja heute nicht mein Thema. So, dann möchte ich auch noch vorausschicken, ich habe hier mehrere Blätter hingelegt. Das ist ein DIN A4-Blatt vorne und hinten bedruckt, wo zum Teil auch noch mal ein bisschen was zu der Geldthematik vorne steht, warum dieses Gedankengut mit der Geldthematik ganz eng verbunden ist. Also wer möchte, kann sich die Sachen, die hier liegen, gerne mitnehmen nachher. Das ist also ein etwas unscheinbar aussehendes Blatt zum ökologischen Grundeinkommen und dann auch noch ein Blatt, das ist überschrieben, ein Grundeinkommen für alle aus Abgaben für die Nutzung der Naturressourcen. Und damit bin ich jetzt wirklich bei dem Thema. Ein Grundeinkommen mit Substanz. Ihr seht schon, es steht hier nicht ein existenzsicherndes Grundeinkommen. Es steht auch nicht ausdrücklich bedingungslos. Wenn ich das Wort bedingungslos ganz streng nehme, dann ist das hier auch nicht bedingungslos, denn es hat immer die Bedingung, dass Menschen arbeiten, dass Menschen etwas herstellen. Wenn das niemand mehr tut, dann brauchen wir auch nicht mehr über ein Grundeinkommen reden. So, aber es ist in einer anderen Weise bedingungslos, nämlich in der Weise, dass die Verteilung nicht an Bedingungen geknüpft wird oder nur an sehr, sehr schwache Bedingungen. So, was ist denn dieses Grundeinkommen mit Substanz? Naja, was ist die Substanz? Die ökologische Lenkungswirkung. Und da möchte ich gleich sagen, was ist denn der Kern dieses Vorschlags? Zunächst eine spürbare und stetige Verteuerung der Nutzung der Naturressourcen. Da werden viele gleich das Wort Ökosteuern hören oder assoziieren. Und dann gibt es einige Naturressourcen, die kann man nicht ohne weiteres mit Steuern belegen. Aber man kann Nutzungsrechte verkaufen oder versteigern. Und da assoziieren vielleicht manche direkt die Klimaproblematik, Kyoto-Protokoll, wo es ja um Emissionszertifikate geht, um zeitlich begrenzte Nutzungsrechte, um die Atmosphäre als Deponie für klimaschädliche Gase zu benutzen. Also diese beiden Methoden führen ja beide zu einer spürbaren Verteuerung der Nutzung von Naturressourcen. Und ich habe gerade schon gesagt, das ist ja eigentlich nichts Neues. Ökosteuern sind seit mindestens Mitte der 90er Jahre oder schon vorher im Gespräch. Das Kyoto-Protokoll ist mindestens, sagen wir mal, seit der Jahrtausendwende installiert. Also eigentlich nichts Neues. Aber das wirklich Neue und noch wenig Bekannte, das ist die Verwendung des Steueraufkommens bzw. des Versteigerungsertrages als Grundeinkommen. Also nochmal, der Vorschlag ist,
Nutzung von Naturressourcen verteuern, also Geld einsammeln, dieses Geld nicht in den üblichen Steuertopf hineingeben, sondern in was Separates und direkt, also natürlich mit einer gewissen Zeitverzögerung, wieder ausschütten an alle, im Grunde an alle Zahler. Also dann stellen wir uns die Methodik beim Kyoto-Protokoll vor. Es gibt so und so viel, also es wird die Menge der zulässigen Emissionszertifikate festgelegt von einer, sagen wir mal, von einer Gruppe von Wissenschaftlern oder von einer bestimmten Gruppe von Menschen, jedenfalls nicht vom Markt. Also jenseits des Marktmechanismus wird eine Grenze des Zulässigen vereinbart. Aber dann kommen Marktmechanismen ins Spiel, denn der Vorschlag ist hier etwas anders als im Kyoto-Protokoll, dass die Erstnutzer oder genau diejenigen, die die klimaschädlichen Gase produzieren, dass die zunächst die Nutzungsrechte, die Emissionszertifikate in einer weltweiten Versteigerung erworben haben müssen. Dann will ich gleich sagen, der Unterschied zum Kyoto-Protokoll ist, dass im Moment ein Großteil der Emissionszertifikate kostenlos verteilt wird. Und es ist ein grundlegender Fehler. Ich komme da nachher nochmal drauf. So. Grundeinkommen heißt hier gleichmäßig pro Kopf und ohne Bedingungen zu stellen, jetzt an dieser Stelle, also in der Verteilung. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich halte den Gedanken für genial einfach. Wobei die Realisierung durchaus dann natürlich schwierig wird und überhaupt erst politische Mehrheiten dafür zu finden. Also weil ich es so wichtig finde, nochmal hingeschrieben, die direkte pro Kopf gleiche Rückausschüttung, direkt heißt hier, es verbleibt eben nicht im allgemeinen großen Steuertopf. Warum? Abgesehen von meiner Begeisterung, warum brauchen wir diese Sache? Ich habe neulich so einen Aufkleber gekriegt, da steht drauf leer und der Planet Erde ist zusammengedrückt wie eine Getränkedose. Also es ist nichts Neues, dass wir, manche sagen in den früh industrialisierten Ländern oder im industrialisierten Norden der Welt, über unsere Verhältnisse leben, was die Nutzung von Naturressourcen angeht. Es gibt ja verschiedene Indizes dafür. Es gibt das Maß des ökologischen Fußabdrucks. Es gibt eine andere Maßzahl. Da war, glaube ich, jetzt im August ein Tag, da wurde gesagt, bis dahin haben wir die Ressourcen verbraucht, die im Laufe eines ganzen Jahres produziert wurden. Ab irgendwann Mitte August leben wir bereits über unsere Verhältnisse. Also es gibt verschiedene Berechnungsweisen. Es gibt auch den ökologischen Rucksack. Es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass wir mit den Naturressourcen sparsamer umgehen müssen. Das ist einmal, das heißt eben, wir brauchen eine Senkung oder Begrenzung des Ressourcendurchsatzes, also dessen, was vorne in die ganzen Produktionsketten hineingeht. Und wir müssen außerdem, also das sind die Schonung der Quellen, und wir müssen außerdem die Senken des Ökosystems schonen. Wir müssen ihre biologische Tragfähigkeit erhalten. Die Senken des Ökosystems sind die Abfalldeponien, ist auch die Atmosphäre, das ist die Senke für die klimaschädlichen Gase. Die Senken des Ökosystems, es ist schon fast die ganze Erde eigentlich die Senke, weil alles das, was wir Menschen produzieren, verschwindet ja nicht, es bleibt ja auf der Erde, es bleibt ja im Kreislauf. Das Wichtige ist eben, die biologische Tragfähigkeit dieser Senken des Ökosystems zu erhalten. Und dafür müssen wir im Grunde vorne ansetzen, mit dem, was wir entnehmen, das muss weniger werden.
Hier unten steht dran diese Internetseite The Story of Stuff. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist eine, wie nennt man das? Es sind so Grafiken, eine Frau spricht. Das gibt es schon eine ganze Zeit lang auf Deutsch übersetzt auch. Also es ist sehr eindrücklich, verständlich, dass wir mit den Quellen und Senken sparsamer umzugehen haben. Ich habe mir gerade ein Beispiel überlegt, zum Beispiel Wasser wird nicht verbraucht, aber es kommt vorne rein und kommt meistens hinten in einem qualitativ schlechteren Zustand raus. Deshalb ist für mich das Wort Ressourcendurchsatz allgemeiner als Ressourcenverbrauch. Auch mineralische Rohstoffe oder überhaupt fossile Rohstoffe werden verbraucht, sie ändern ihre Daseinsweise, sie werden verbrannt und CO2 wird ausgestoßen und noch ein paar andere Gifte. Da kann man von Verbrauch sagen, aber zum Beispiel Eisen, Kupfer, seltene Erden, die werden nicht wirklich verbraucht. Sie werden umgesetzt und sie könnten auch zum Teil wenigstens wieder rückgewonnen werden. Also insofern ist für mich Durchsatz allgemeiner als Verbrauch. Wie können wir das erreichen, dass weniger Durchsatz ist? Zunächst gibt es da, finde ich, zwei einfache Möglichkeiten. Das eine ist die Zuteilung. Jede und jeder erhält von allem kleinere Stücke. Also alles bezieht sich jetzt natürlich insbesondere auf die Naturressourcen. Nur muss man da dazu sagen, die Naturressourcen sind bei allem und jedem mit im Spiel. Also menschliche Arbeit kann eigentlich nur verausgabt werden im Zusammenspiel, in der Benutzung von Naturressourcen. Insofern finde ich es schon richtig, an der Stelle einmal zu sagen, jeder kriegt von allem nur kleinere Stücke. Und ich finde, es wird sofort auch die Problematik klar. Also jetzt nehmen wir ein Beispiel. Jeder kriegt von Eisen, Kupfer, seltenen Erden nur noch ein zugewiesenes kleines Stück. Aber niemand von uns braucht jetzt wirklich Eisen. Ne? Während wir Rechner benutzen, da sind diese Sachen drin, wir benutzen Handys, da sind diese Stoffe alle drin. Wie sollen wir denn da eine Zuteilung machen von allem und jedem? Also nur ein ganz kleines Blitzlichtchen auf die Problematik der Zuteilung. Ja, und die andere Methode ist halt die marktwirtschaftliche. Wir verteuern die Dinge, die geschont werden soll, die Dinge, mit denen sparsamer umgegangen werden soll, die verteuern wir am Anfang der Produktionsketten. Und dann müssen wir uns nicht mehr hinterher Gedanken machen, zu wie viel Anteilen ist denn jetzt dieses weniger zu verbrauchende Material, sind ja nicht nur Materialien, in dem entsprechenden Endprodukt vorhanden. Also das zu Begrenzende wird verteuert. Also ich sage immer, es hat durchaus etwas gemeinsam mit dem Finanzierungsvorschlag, den Götz Werner macht. Ich halte den hier in aller Bescheidenheit für eleganter, weil nicht alle Dinge, die wir konsumieren, verteuert werden, sondern es werden genau die im richtigen Maß verteuert, deren Benutzung reduziert werden soll. Ich sage manchmal als Beispiel, mit dieser Methode wird der regelmäßige Gang ins Wellness, in das Massagelokal, wo ich mich hier durchkneten lasse, das wird relativ wenig verteuert. Wenn ich dann vorhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahre, ne? Das ist ein Verbrauch, der überhaupt nicht weder klimaschädlich noch ressourcenaufwendig ist. Ne? Und dieser Verbrauch wird deutlich weniger verteuert, als mit dem Geländewagen mal eben eine Spritztour irgendwo hinzumachen. Da kann ich ganz schnell weitergehen, das hatte ich schon gesagt. Ne? Also am Anfang der Produktionsketten
setzt die Verteuerung an. So, deshalb kann ich jetzt hier schneller weitermachen. Ah, ja, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Ich finde, das gibt es dazu Fragen. Ne? Die Produkte werden unterschiedlich verteuert. Wenn ich die seltenen Erden sehr stark verteuere, dann werden alle die Produkte, in denen die drin sind, sie sind unter anderem drin in Handys, sie sind auch drin in Windkraftanlagen, sie sind bestimmt auch dran in vielerlei technischen Geräten, die werden teurer. Und das hat unterschiedliche Konsequenzen. Das hat nicht nur eine Konsequenz, das hat unter anderem, wenn etwas teurer wird, dann ist abzusehen, dass der Verbrauch sinken wird, weil die Verbraucher ein sogenanntes beschränktes Budget haben. Also jeder guckt, wie viel Einkommen habe ich monatlich. Das ist die Frage, die kam ja gestern auch in dem Vortrag vom Jörg Schreiner. Also ich habe begrenztes Einkommen zur Verfügung. Ich sehe, manche Sachen werden teurer. Dann werde ich gucken, wie kann ich was anderes, was mir möglicherweise den gleichen Dienst tut, was aber nicht so stark verteuert wurde, wie kann ich dazu greifen? Also die Verteuerung ist einmal unterschiedlich und sie hat Konsequenzen. Ja, also den Wasserverbrauch, den kann man durchaus mit dieser Methode angehen. Ja? Auch das noch im Kopf behalten. Und ich finde, hier ist der zweite Satz, die Endverbraucher tragen die gesamte Verteuerung. Das finde ich auch was sehr Wichtiges. Zunächst bezahlen die Produzenten. Da ist vielleicht am einfachsten bei den CO2-Emissionszertifikate. Die Energieversorger sind diejenigen, die den Großteil dieser Emissionszertifikate erwerben müssen. Die sind also zunächst die Zahler. Und selbstverständlich legen alle produzierenden Unternehmen sämtliche Kosten auf die Preise ihrer Produkte um. Das heißt, die Energieversorger werden die gestiegenen oder steigenden Kosten von Emissionszertifikaten zum Beispiel auf Strom, Wärme umlegen. Strom und Wärme kommt in unterschiedlicher Weise zu den Endverbrauchern. Strom wird verwendet für die Produktion unterschiedlichster Dinge. Strom kommt natürlich auch direkt zu den Endverbrauchern. Egal in welcher Weise die Endverbraucher das erst produzierte Produkt konsumieren, sie tragen die Kosten. Also bei den Endverbrauchern kommt die gesamte Verteuerung an. Es ist nicht so, dass Unternehmen etwas bezahlen. Sie legen es um. Vielleicht wird für eine gewisse Zeit ihr Gewinn sinken, je nachdem, wie der Gewinn entstanden ist. Aber die Endverbraucher bezahlen, das ist was ganz Wichtiges. Weil das so ist, werden wir eine solche wirklich wirksame Verteuerung der Nutzung der Naturressourcen nur dann durchsetzen können, wenn wir eine Kompensation, einen Ausgleich für die Endverbraucher schaffen. An der Stelle, finde ich, wird es so deutlich und so wichtig, warum diese Rückausschüttung eine notwendige Bedingung dafür ist, dass überhaupt diese wirkungsvolle Maßnahme eingeführt werden kann. Warum sollte das direkt und gleichmäßig an die Endverbraucher zurückverteilt werden? Auch das hat der Jörg Schreiner schon so angedeutet. Die Naturressourcen sind zunächst das Eigentum der ganzen Menschheit. Sie sind etwas, was nicht durch menschliche Arbeit hergestellt wurde, was auch nicht durch sie vermehrt werden kann, ganz im Gegenteil. Es ist auch etwas, worauf eigentlich jeder Mensch das gleiche Anrecht hat. Und das finde ich so eine grundsätzliche Begründung, die zeigt, warum diese Verwendung des Aufkommens aus den Ökosteuern oder des Aufkommens aus den Versteigerungserlösen, warum das unumgänglich ist. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir die wirkungsvolle Ökosteuer nicht bekommen. Und da noch mal ein kleiner Abschweif. Ich sagte schon, die Ökosteuer gibt es, also die ist seit mindestens Mitte der 90er Jahre im Gespräch, aber sie ist nicht wirkungsvoll. Ein paar Beispiele.
eine Primärenergiesteuer ist, glaube ich, selbsterklärend. Oder gibt es Fragen zu der Folie? Habe ich auch hingewiesen auf das Forum Ökologische Steuerreform, na, hier. Das ist ein Verein, der sich mit der Erhebung der Steuer sehr beschäftigt, der leider für die Verwendung noch nicht so ganz offene Ohren hat. Es gibt keine Fragen gerade mehr noch hierzu, dann kann ich hier weitermachen. Eine Aussage habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, die hat etwas damit zu tun, ich hatte vorher hingeschrieben, diese gleichmäßige Rückausschüttung ist absolut notwendig, weil wir anders gerade die niedrigeren Einkommen fortlaufend stärker von der Nutzung der Naturressourcen ausschließen würden, wenn wir nicht diese Rückausschüttung machen. An der Stelle habe ich nicht gesagt, durch diese Rückausschüttung wird der durchschnittliche Verbrauch nicht verteuert. Und dazu habe ich dieses Bild mir ausgedacht. Wenn ich den Endenergieverbrauch in Deutschland, ne, wir erinnern uns, ein Beispiel war Besteuerung der Endenergie mit so und so viel. Dann gucke ich mir an, wie groß war der Verbrauch von Endenergie, zum Beispiel im Jahr 2005 in Deutschland und dann auch nochmal in 2011. Also da sieht man schon, da ist eigentlich eine relativ geringe Änderung. Also die bisherigen Maßnahmen haben nicht wirklich etwas zu einem dramatischen und stetigen Sinken des Endenergieverbrauchs beigetragen. So, wenn ich dort jetzt zum Beispiel eine Steuer von momentan, das würde nicht ausreichen, ne, im nächsten Jahr mehr und im übernächsten Jahr wieder mehr drauflege. Also wenn ich zunächst mal 4 Cent pro Kilowattstunde sage, dann macht es bei Diesel und ne, also bei den fossilen Treibstoffen für die Pkw-Flotte schon 33 Cent pro Liter aus. Das ist durchaus spürbar. Das wird schon einen gewissen Aufschrei geben. Und man wird auch dazu sagen müssen, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das Stichwort Peak Oil wird hier auch bekannt sein. Also wir sind in einer Situation, wo aus verschiedensten Gründen wir in den Industrieländern unseren Verbrauch an fossilen Rohstoffen zu senken haben. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so. Ne? Und wir werden mit den 33 Cent, die zum Beispiel in einem ersten Jahr dieser Steuer draufgeschlagen werden können, damit ist es die Sache nicht getan. Da wird politisch angekündigt werden, in absehbarer Zeit, sei es im nächsten Jahr, kommen wieder 10% drauf und im darauffolgenden Jahr wieder 10%. Also jetzt kommen wir beinahe schon in die Debatte, wie gestaltet sich der Benzinpreis? Wir wissen, dass die Mineralölsteuer den größten Teil des Preises ausmacht, dass die Schwankungen des Benzinpreises über Spekulationen an den Börsen kommen und dass nur ein ganz kleiner Teil wirklich, und der schwankt auch noch, für die Ressource an die Erstproduzenten fließt. Die sind auch nicht arm. So, und jetzt komme ich nämlich wieder auf diese Durchschnittsbildung. Ich will auch dazu sagen, dass ich diesen Vorschlag mit den 4 Cent pro Kilowattstunde ursprünglich gelesen habe bei einem Verein, der heißt Solarenergieförderverein. Also der tut das, was der Name sagt, und überlegt sich also auch, wie können wir den Verbrauch von fossilen Energieträgern senken. Aber auch dieser Verein schlägt nicht vor, dass es komplett zurück ausgeschüttet wird. Aber das sage ich auch noch etwas dazu. So, aber wie kann man das sich vorstellen, dass der durchschnittliche Verbrauch durch die Verteuerung oder durch die Besteuerung nicht verteuert wird? Der durchschnittliche Verbrauch, wenn ich dieses Volumen, ne, wenn ich diesen Zylinder als Energieverbrauch angucke, dann teile ich dieses Volumen durch die Anzahl der Einwohner, dann habe ich den Durchschnittsverbrauch. Wenn ich andererseits dieses Volumen betrachte als das Steueraufkommen,
Und das kann ich am Ende eines Jahres immer wissen. Dann teile ich jetzt dieses ganze Volumen, was jetzt eine Zahl in Euro ist, die teile ich jetzt durch die Anzahl der Bewohner. Und dann bekomme ich bei dieser Verteuerung circa 100 Euro pro Kopf und Monat. Dann ist das die durchschnittliche Rückausschüttung. Das kann ich natürlich immer mit einer Zeitverzögerung nur wissen. Also am Ende des Jahres, so wie jetzt, am Ende des Jahres können wir wissen, wie viel die Ökosteuer, die im Moment, glaube ich, nur auf Strom erhoben wird, was die für eine Deckelung des Rentenversicherungsbeitrags gebracht hat. Also am Ende des Jahres können wir wissen, wie viel Strom oder wie viel jetzt hier in diesem Beispiel, wie viel Endenergie wurde verbraucht. Die Anzahl der Einwohner, die schwankt relativ gering in einem Jahr. Also das konnte man auch schon vorher wissen. Aber das heißt, diesen Durchschnittsverbrauch kann ich am Ende des Jahres wissen und dass die durchschnittliche Ausschüttung, die kann ich auch am Ende des Jahres wissen. Und ich als einzelne Verbraucherin muss am Anfang nicht wissen, wie komme ich denn gerade plus minus null raus, wo bin ich denn beim Durchschnittsverbrauch. Ich weiß nur, wenn ich meinen Verbrauch einschränke, dann habe ich die Chance, wirklich zu den Nettogewinnern zu gehören. Wenn ich unterdurchschnittlich nutze, dann kriege ich hiermit mehr raus, als ich über die verschiedensten Kanäle einbezahlt habe. Ich werde es nicht im Einzelnen wissen, wie viel ich über den Kanal Transport meiner Bio-Lebensmittel bezahlt habe. Aber ich kann wissen, wenn ich mehr regionale Lebensmittel kaufe, dann bin ich auf der richtigen Seite. Ne? Dann habe ich die Chance, hier mehr am Ende des, monatlich, im nächsten Jahr mehr rauszukriegen, als ich wirklich einbezahlt habe. Also das zu der Aussage, durch diese gleichmäßige Rückausschüttung direkt pro Kopf wird der durchschnittliche Verbrauch nicht verteuert. Da kommt man plus minus null aus. So. Die ganze Maßnahme wirkt an ganz verschiedenen Stellen. Sie wirkt zuallererst mal auf Seite der Produzenten und sie ist bei den Produzenten ein finanzieller Anreiz für die effizientere Nutzung der Naturressourcen. Und das ist ein Satz aus diesem Buch über die Ökosteuer, den ich gelesen habe, den fand ich so schön. Die Produzenten reagieren fast nur auf finanzielle Anreize. Sie machen eine Rechnungslegung, da kann man, also auch die Gemeinwohlökonomie, das ist sicher ein Begriff, den haben auch manche gehört, wunderbar. Und zusätzlich sind finanzielle Anreize dasjenige, was Unternehmen spüren. Es ist auch etwas, was die einzelnen Konsumenten spüren. So, bei den Produzenten wird diese Maßnahme zu einer effizienteren Nutzung, ein Stachel sein für eine effizientere Nutzung. Und das ist immer das mit der menschlichen Arbeitskraft. Die menschliche Arbeitskraft wird als Produktionsfaktor bezeichnet. Sie ist etwas, was bekanntlich notwendig ist für die Produktion. Sie wird hineingesteckt, um ein Produkt zu erzeugen. Die anderen Produktionsfaktoren sind, manchmal wird gesagt, Kapital, also Geld. Da sage ich jetzt nichts dazu. Was jedenfalls auch hineingesteckt wird in die Produktion, das sind eben die Naturressourcen. Ich sagte vorher schon, keine menschliche Arbeit kann verausgabt werden, ohne im Zusammenhang mit den Naturressourcen zu sein. Wenn ich jetzt also von diesen beiden wesentlichen Bestandteilen den einen verteuere, dann heißt es ja, dass der andere relativ vergünstigt wird, ohne dass sein Preis gestiegen ist. Ich meine, das wäre auch nicht schlecht, wenn der Preis der menschlichen Arbeitskraft steigen würde. Aber zunächst ganz abstrakt angeguckt, der eine Produktionsfaktor, der unerlässlich ist, ist verteuert an den unterschiedlichen Stellen. Der andere ist nicht verteuert. Es ist sofort ein Anreiz für die produzierenden Unternehmen,
den Produktionsfaktor, der nicht verteuert wurde, der also sich relativ vergünstigt hat, den verstärkt einzusetzen. Also finde ich eine absolut wünschenswerte, notwendige Effekt, dass die Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft steigt. Wir lassen sie skandalös brach liegen. Dann, das ist ja beinahe selbsterklärend, dass die Recyclingwirtschaft einen massiven Anschubs kriegt. Auch Recyclingwirtschaft ist arbeitskräfteintensiv. Also schon wieder, also diese Sache hier, die ist an den unterschiedlichsten Stellen in unterschiedlicher Weise spürbar in der Tendenz. Und das wirkt sich aus auf dem Arbeitsmarkt. Also Recyclingwirtschaft, dann weniger transportintensive Produkte, das ist selbsterklärend. Dünger, ist mir jetzt auch wieder so aufgefallen, ne? Wird auch verteuert. Dünger braucht sehr viel fossile Rohstoffe, das wirkt sich natürlich auch aus. Dann stärker reparaturfreundliche Produkte. Also das Unternehmen, derjenige Produzent, der das hier schneller macht und der das hier schneller macht als andere, der wird zunächst einen Marktvorteil haben. Also es sind einfach durch diese Verteuerung unterschiedliche finanzielle Anreize gesetzt, die alle zusammen für mein Empfinden ausgesprochen positiv sind. Also ich finde auch diese Maßnahme, die ist nicht schwarz-weiß, sondern das ist eine Maßnahme, die in, also 33 Cent, da sagt mir jemand, das ist aber wirklich schon massiv. Aber es ist trotzdem eine sanfte Maßnahme. Wir können auch mit 20 Cent pro Kilowattstunde anfangen und im nächsten Jahr dann erst die 33% machen. Das sind alles Dinge, die sind aushandelbar und das sind alles Dinge, die eine Tendenz entwickeln, wo ich bei jeder, die in unterschiedlicher Weise Tendenzen entwickeln, und wo ich an jeder Stelle gucken kann, wie komme ich ins Gespräch mit den Betreffenden? Welche Vor- und Nachteile heimse ich mir ein? Also ich halte das für eine demokratische, für eine im Kern einfache, gerechte Möglichkeit. Und deshalb, ja, dass ich davon begeistert bin, das habe ich ja schon gesagt. Also das haben inzwischen auch alle gelesen, dass diese Maßnahme auf der Seite der Konsumenten auch eine Wirkung hat. Vielleicht kennen manche aus dem Umfeld der Postwachstumsökonomie die Stichworte technischer Weg und kultureller Weg. Das kommt nachher noch eine Folie, die kann ich dann kürzer machen. Jetzt hier nochmal zu der Wirkung der gleichmäßigen Ausschüttung. Ja, das ist auch was Wichtiges. Bei so einer gleichmäßigen Ausschüttung pro Kopf, also sagen wir mal, das stand vorher als Zahlenbeispiel da, 100 Euro pro Kopf bei 4 Cent pro Kilowattstunde Energieverbrauch, Verteuerung, ne, bei dem Energieverbrauch, den wir in Deutschland hatten, 100 Euro pro Kopf und Monat. Das begünstigt relativ die niedrigeren Einkommen. Wenn jemand Hartz IV kriegt und dann 100 Euro zusätzlich, selbstverständlich braucht es da die zusätzliche Regelung, dass diese 100 Euro nicht auf Hartz IV angerechnet werden. Also eine weitere juristische Hürde, die wir im Moment haben. Wo ich aber denke, nochmal, juristische Hürden sind etwas anderes als ökologische Hürden. Und wenn ein politischer Wille da ist, dann können juristische Hürden platt gemacht werden. Also jemand, der 400 Euro Einkommen hat und 100 Euro dazu kriegt, ist das was völlig anderes, als wenn jemand, sagen wir mal, 1000 Euro Einkommen, ist auch noch sehr bescheiden, als wenn jemand 4000 Euro hat und dann kommen 100 Euro dazu. Also die niedrigen Einkommen werden durch eine absolut gleiche Ausschüttung relativ begünstigt. Das hat günstige Wirkung auf die Konjunktur, weil die Leute mit geringem Einkommen eher ihr gesamtes Einkommen, wenn das um 100 Euro mehr ist, sofort ausgeben. Und diese günstige Wirkung auf die Konjunktur, also die Sparrate ist niedriger. Die Leute, die vorher 400 und jetzt 500 Euro haben, werden auch nicht in erster Linie die Vermögensgüter oder die Bestandsgüter nachfragen, sondern die werden stärker
die Güter aus dem Produktionsstrom nachfragen. Und das ist genau, also Produktionsstrom, das sind die Dinge, die im Laufe eines Jahres immer wieder neu produziert werden. Und das ist ein massives Anliegen, sowohl der produzierenden Unternehmen als auch des Staates, der so noch ein paar andere Steuern einsammelt, als auch in seiner Wirkung für den Arbeitsmarkt. Denn alle die Dinge, die neu produziert werden, die brauchen menschliche Arbeitskraft. Wenn also Konjunktur herrscht, dann hat das sofort günstige Wirkungen auf den Arbeitsmarkt. So, und es könnte sogar sein, dass durch diese zusätzliche Ausschüttung, also nicht insbesondere, sondern die als relative Vergünstigung bei den niedrigeren Einkommen ankommt, dass das sogar ein bisschen Wachstum machen würde. Aber ich brauche mich vor diesem Wachstum nicht zu fürchten, denn das wird nicht in erster Linie bei den ressourcenschädlichen Produkten sein, sondern die Leute werden schon auch gucken, was ist günstiger. Ich mache es jetzt einfach. Die regionalen Produkte, die mit weniger Dünger hergestellten Sachen, die Sachen, wo weniger Fleisch drin ist, weil Fleisch wird durchaus auch teurer werden. Also das bisschen Wachstum, was durch diese Verstetigung der Konjunktur an der Stelle erzeugt wird, kommt, weil menschlicher Bedarf erfüllt wird, und das ist etwas, was Wachstum hervorrufen darf. Es wird nicht, also die Gefahr der Ressourcenschädigung ist gebremst, weil genau die ressourcenaufwendigen Sachen teuer gemacht wurden. Ja, so, und Arbeitsmarkt. Also dass die niedrigen Einkommen gestärkt werden sollen, das liegt auf der Hand. Das hat verschiedene günstige Wirkungen. Ah ja, jetzt ist das mit dem technischen Weg. Ja, und diese Methode wirkt eben auf beiden Seiten. Also ich halte das für ein ganz wichtiges Stichwort, was ich meinen Freundinnen und Freunden in der Postwachstumsumgebung, also deshalb möchte ich denen diese Methode so sehr auch ans Herz legen. Ah ja, und dann gibt es natürlich Vorschläge für eine andere Verwendung des Aufkommens. Und ja, kultureller Weg, das ist der mit meinen Worten mehr auf der individuellen Ebene ansetzt, wo ich mir Gedanken mache darum, was brauche ich eigentlich für mein gutes Leben, wie kann ich meinen Lebensstil umstellen, damit er stärker ressourcenschonend ist, wie mache ich Urlaub, wie tue ich mich mit anderen zusammen. Das ist alles stärker der kulturelle Weg. Also wo die Stichworte Suffizienz, Subsistenz und noch eins fällt mir gar nicht ein. Ja, und vor allem die Produzenten stellen um. Das ist der technische Weg. Die Produzenten sorgen für mehr Ressourceneffizienz. Die Produzenten sorgen dafür, dass ich mit dem gleichen Einsatz oder mit weniger Einsatz die gleichen Menge an Gütern und auch die gleiche Qualität an Gütern bringen kann, dass ich auf die geplante Obsoleszenz, ist bestimmt auch ein Begriff, den viele schon gehört haben, auf die geplante Schadhaftwertung der Sachen verzichte. Also das sind alles Dinge, die bei den Produzenten ansetzen, und das alles fällt unter den kulturellen Weg. Die andere Verwendung des Aufkommens, der Solarenergieverein, Förderverein, den ich vorher erwähnt habe, der ist leider auch der Meinung, dass das Aufkommen aus dieser Energiesteuer, die die also vorschlagen, ich glaube zu, sagen wir mal, Hälfte-Hälfte an die produzierenden Unternehmen ausgeschüttet werden soll zur Senkung der Lohnnebenkosten und zur anderen Hälfte direkt an die Verbraucher. Also mit der zweiten Hälfte, das ist das, was ich hier auch vorgetragen habe. Aber an die Unternehmen Geld auszuschütten, jetzt wieder mit der Handbewegung, ne? Das hier ist teurer geworden, das ist im Preis gleich geblieben. Und jetzt zu meinen, wenn wir den Preis ein bisschen senken, dann wird das mehr nachgefragt, ist eine Illusion. Denn Unternehmen investieren dann, wenn der Absatz gesichert ist. Unternehmen investieren nicht, weil etwas billiger wurde. Also wenn ich die menschliche Arbeitskraft vergünstige, da werden natürlich sofort alle Unternehmen sagen, wunderbar, nehmen wir mit und her damit. Ne? Und es wird ein großes Geschrei geben, also es wird auch ein großes Geschrei geben bei manchen Unternehmen, wenn ich hier das eine verteuern will.
Aber zu glauben, dass investiert wird wegen der Senkung von Kosten, das ist eine Illusion. Unternehmen investieren dann, wenn der Absatz gesichert ist. Und da bin ich wieder an der Stelle, wenn ich die niedrigen Einkommen, wenn ich denen mehr Nachfrage in die Hand gebe, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass der größte Teil von diesem gestiegenen Einkommen direkt umgesetzt wird in Nachfrage. Wenn ich es boshaft sage, dann ist das mit der Senkung der Lohnnebenkosten und deshalb investieren die, dann ist das eine neoliberale Illusion. So, das war jetzt etwas boshaft. Dann natürlich auch, so wie die jetzige Ökosteuer verwendet wird, die begünstigt eigentlich die höheren Einkommen. Denn wenn der Beitrag zur Rentenversicherung gedeckelt wird bei, ich weiß nicht genau, 12,5%, glaube ich, im Moment, und also nicht auf 13% meinetwegen gestiegen ist, dann ist klar, dass die hohen Einkommen, bei denen ist 0,5% vom Einkommen mehr als bei niedrigen Einkommen. Ist das klar? Also diese Verwendung der Ökosteuer begünstigt die höheren Einkommen, absolut. Obwohl es dem Namen nach bei beiden 0,5% oder ich oder vielleicht sind es auch 2%, weiß ich gerade nicht genau, ist. Also die absolute Ausschüttung begünstigt relativ die niedrigen Einkommen, die jetzige Verwendung begünstigt absolut die hohen Einkommen. Das ist etwas, was man auch auf der FÖS-Seite nachlesen kann. Dann die Wiedergutmachung von Schäden. Das geht meiner Ansicht nach etwas stärker zu Lasten der niedrigeren Einkommen, weil, das wurde vorher auch schon gesagt, Leute mit höherem Einkommen haben sehr viel mehr zur Ressourcennutzung bereits beigetragen, also in der Vergangenheit. Sie haben einen sehr viel höheren Energieverbrauch und so weiter und so weiter. Die müssten also mehr zur Wiedergutmachung der Schäden herangezogen werden. Meine Aussage ist dazu, diese Wiedergutmachung von Schäden ist, dafür braucht es Umschichtung anderer Ausgaben. Abgesehen davon, dass es zwei verschiedene Ziele sind, die beide ganz wichtig sind. Also einmal die Wiedergutmachung des vorhandenen Schadens und die Vermeidung zukünftiger Schäden. Und das, was ich hier vorgeschlagen habe, ist natürlich eher dafür, zukünftige Schäden zu vermeiden durch geringeren Ressourcendurchsatz. Aber die Problematik, also Wiedergutmachung von Schäden, dazu habe ich also nichts gesagt, sondern nur das hier. Und dann auch nochmal, also das DIW ist ein durchaus renommiertes Institut und das FÖS, die schlagen die Ökosteuern vor. Streit hätte ich mit denen oder habe ich mit denen, was eben die Verwendung angeht. Das habe ich so ein bisschen auch schon gesagt. Bei den Ökosteuern ist eben das Mengenziel nicht sicher erreichbar. Man kann da nur sagen, es muss so lange angehoben werden. Ihr könnt euch schon mal drauf einrichten. Mit der Einführung sind wir nicht fertig. Es wird angehoben so lange, bis ein Mengenziel, dass die Menschen, eine Gruppe von Menschen gesetzt hat, bis das erreicht ist. Es kann auch sein, dass im Jahr drauf das Mengenziel auch erhöht werden muss, je nachdem. Also da gibt es eine Menge noch zu tun. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen in den nächsten 20, 30 Jahren unseren Ressourcenverbrauch um 90% senken. Also da ist noch viel Spielraum für die Erhöhung von Ökosteuern. Mengenbegrenzung und Versteigerung, da ist die Mengenbegrenzung natürlich sofort eingehalten, aber es ist verbunden mit weniger Planungssicherheit für die Unternehmen. Ja, ich glaube, da gibt es gerade auch keine Fragen dazu. Ne? Kann ich auch weitermachen, genau. Das hatte ich eigentlich schon. Da ist vielleicht nochmal wichtig, das gleiche Recht aller Menschen an den Naturressourcen. Die Freiheitlichkeit, die ist was ganz Wichtiges. Ich sage nicht, du darfst jetzt nur noch einmal nach New York fliegen. Ne? Da gibt es einen Popsong, ne? Egal.
das bleibt den Personen überlassen. Wenn die richtigen Preise bezahlt werden, dann überlasse ich das den einzelnen Menschen, wofür sie ihr Einkommen ausgeben. Ja, und das, da höre ich jetzt vielleicht gleich auf, weil das ist eigentlich, ich finde das sehr einleuchtend, aber das braucht schon auch noch mal mehr Erklärung. Nee, ich möchte jetzt eigentlich noch mal ganz am Anfang. Ach, oder wo? Naja, dann beenden wir jetzt einfach die der hat gerade gesagt, bitte klicken Sie, um die Präsentation zu beenden. Na, dann, das ist auch was Hübsches. Ach.